Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück. Heute wollen wir ein neues Video aufnehmen. Und zwar vom 16er See. Heute sind wir dran mit den Grundrouten. So, dann packen wir sie direkt mal aus. Hier haben wir wie immer die blaue Schnur. Ich habe mal einen ganz leichten ein Grundblei. Mein Gott. Leichtes Grundblei gewählt, damit das Absinken ein bisschen langsamer geht und wir vielleicht dadurch ein paar Bisse bekommen. Und ich habe natürlich keinen blauen Haken mehr. Ich guck mal auf der anderen. Moment. Da haben wir es doch. Dann den blauen Haken. Und dann habe ich den hier mit den Füßchen gewählt. Ich kann euch wirklich immer noch nicht sagen, was es genau ist. Aber hoffentlich werde ich das in dem nächsten Video dann machen können. Spätestens, wenn es auf Deutsch ist. Auf der zweiten habe ich das schwerere Grundblei gewählt. Da fehlt uns natürlich jetzt auch wieder der Haken. Den suchen wir jetzt. So, da haben wir hier den Haken. Und da würde ich sagen, machen wir mal Mate drauf. Dann schmeißen wir die hier rüber. Also generell habe ich ja gesagt, wir kümmern uns um jede Angelmethode mal einzeln. Das heißt, eigentlich müssten wir jetzt genau hier warten, bis hier was passiert. Aber ich habe mich für das Gegenteil entschieden. Weil 20 Minuten langweilen ist nicht so ganz mein Ding. Deshalb machen wir ein bisschen Spinning zwischendurch. Glöckchen hören wir ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, beim Grundangeln habe ich hier keine großen Erfolge gehabt. Höchstens mal mit Fischfilet und das sind dann in den Abend-, Morgenstunden- und Nachtstunden die Quappen. Aber vielleicht haben wir ja durch dieses leichte Blei mehr Glück oder was weiß ich. Ja. Schauen wir mal, was da so kommt. Stufe 8 ist dann doch sehr langsam. Ja, die Einstellungen vom Mikro werden natürlich nochmal von Tim und Panty überprüft. Aktuell haben wir keinen Fehler gefunden, aber die setzen sich jetzt die Tage nochmal dran. Das heißt, falls in diesem Video ich mal wieder lauter, mal leiser bin, ich sitze die ganze Zeit am Mikro, entschuldigt das bitte. Wir arbeiten auf jeden Fall daran, dass wenn die Jungs Zeit haben, dann gucken sie danach nochmal. So wie ihr seht, passiert aktuell gar nichts. Das war jetzt auch so. Ich habe schon mal ausgeworfen. Ihr seht in meinem Setzkescher einen Fisch. Das war es dann aber auch. Ich glaube, das war ein Rotauge, wenn ich mich nicht ganz irre.
Das letzte Mal hatten wir Erfolge bei Sonne mit Lila. Fällt mir gerade so ein, ich glaube, das probieren wir jetzt auch noch mal aus. Mit den selbstgemachten Lilanen. Und dann schmeißen wir auch mal in die andere Richtung und nicht Richtung Felswand. Hoffen wir mal, dass wir jetzt auf jeden Fall noch ein paar Fische fangen und das kein Schlafvideo wird. Wenn, dann hoffe ich aber, dass ihr einen guten Schlaf gehabt habt. Ja, letzte Woche war der neue Patch, nein, diese Woche war der neue Patch bezüglich die Korrekturen des Drillverhaltens. Und ich muss sagen, das haben sie bis jetzt echt super umgesetzt. Mit den Pumpen und auch am Ende des Drills, dass man den Fisch nicht mehr so entgegenschleudert, sondern die Rute langsam anhebt. Finde ich persönlich ganz wichtig. So wie die Rollen wurden natürlich auch nochmal korrigiert und angepasst und ja, dass die nicht so schnell heiß werden. Okay, Lila scheint heute nicht so der Tagesfavorit zu sein. Dann testen wir einfach noch mal was. Das kennt ihr ja von mir. Alle Wutzlangen wird hier alles was geändert. Wir werden mal wieder ein bisschen langsamer auf Stufe 9. Vielleicht haben die heute auch einfach gar keine Lust auf mich mit dem langsamen Kurbeln. Wer weiß? Vielleicht versuchen wir das Gleiche jetzt nochmal in einer anderen Variante. Die habe ich hier persönlich noch nicht ausprobiert, sondern nur am 20er See. Wir drehen die Bremse auf 50. Natürlich wesentlich mehr Bewegung im Blinker.
Die Stops bauen wir mal unkontrolliert ein, so nach Gefühl einfach. Also bis jetzt haben wir ja immer gesagt, okay, da kommt ein Zug. Okay, also bis jetzt haben wir ja immer gesagt, dass wir die langsame Variante wählen, um die Forellen nicht zu erschrecken. Bestimmt auch haben wir gute Erfolge mitgehabt. Aber vielleicht helfen ja noch andere Varianten. Es ist natürlich wieder die Frage, wir müssen erst den Köder finden, weil das habe ich heute noch nicht ausprobiert hier. Was denn wieder heute der Favorit ist? Oder auch nicht, wo die Forellen aktuell stehen. Ich habe gestern mal gehört, in Nähe des der Insel, deswegen stehen wir jetzt auch auf der Insel. Nehmen wir mal die Hijacker aus. Ach ja, genau, das war das Problem. Dadurch, dass ich die Baitcast-Route noch nicht ausgeskillt habe, kann ich damit nicht weit werfen. Mal gucken, dass wir was Schwereres finden. Was wir ausprobieren können. Das sieht doch schon ganz anders aus. Wir lassen mal ein bisschen absinken. Weder liegt es am Köder oder aber dadurch, dass wir zu schnell sind, wir testen das jetzt nochmal in der langsamen Variante mit dem Köder. Aber wie ihr hört, ne, das ist ja unser Grundrouten-Video. Unsere Grundrouten geben keinen Mucks von sich. Egal, was ich bis jetzt ausprobiert habe, bis auf mit Fischfilet, was ich eben erwähnt habe, nichts. Doch einen roten hatte ich wirklich mal dran. Ich glaube, das war echt Zufall. Was? Habt ihr das gehört? Wir haben einen Biss. Och Gott, wie süß. Auf Made. Was wutzig Kleines. Da sehen wir es schon kommen. Glaube ich, so groß wie die Made. Ja. Ich glaube, es ist ohne Worte.
brauche ich nichts zu sagen. Wir machen jetzt die langsame Variante. Da habe ich den Finger abgelegt. Ich hoffe, ihr schlaft gut. Ich rede auch jetzt was leiser, aber schnarcht nicht so laut. Ich muss sagen, so Regenbogenfarben hatte ich auch schon gute Erfolge hier. Wer war das? Da hat einer geschnarcht. Ich habe es genau gehört. Wir machen noch ein, zwei Auswürfe. Dann ist unsere gemeinsame Zeit auch schon, sagen wir, wieder rum. Schon echt wahnsinnig langsam, ne? Also zumindest kommt es mir heute richtig langsam vor. Immer auf 10. So, wir wechseln jetzt noch einmal den Köder. Aber wir haben was gefangen in dem Video. Und wenn es nur 71 Gramm waren oder sonst was. Also ich habe mich entschieden, dass wir natürlich hier noch die selbstgemachten ausprobieren, was ich euch in dem Video davor gesagt habe. Und zwar 2, 2, 2, 2. Ja, ich weiß, mein Inventar. Wo sind sie denn? Moment, hier, die beiden hier. Sowie die Funky Minnows, die haben wir hier auch noch nicht ausprobiert. Also zumindest in diese Fischrichtung. Und danach werden wir in den zweiten See gehen. Dann werden wir da noch ein bisschen rumprobieren und ausprobieren und testen.
Und dann steigern wir uns nach den Seen entsprechend da immer nach oben. Wobei ich am 18er See echt gucken muss, dass wir bis dahin unsere Prozente vollkriegen, dass wir die Mitch-Route nutzen können. Weil sonst sind wir da so ein bisschen aufgeschmissen. Natürlich können wir dort auch mit der Bulle-Route angeln. Das habe ich auch schon ein paar Mal gemacht. Aber das war teilweise echt ein Wahnsinnsdrill für einen Fisch, der nicht dementsprechend war. Also, der war schon groß, um Gottes Willen, ne? Ja. Aber meine Angel war halt einfach nicht dementsprechend für den See angepasst. So, wir holen unsere Ruten noch rein. Vielleicht haben wir ja irgendwie noch ein 5 Gramm Grundel oder sonst was dran. So, ich hoffe, dass euch die Naturgeräusche doch sehr beruhigt haben, ihr euren Mittagsschlaf oder sonst irgendetwas sehr genießen konntet. Wir haben heute leider nichts gefangen, bis auf diesen einen kleinen Wurzelfisch. Aber ihr seht, Grundrouten sind meines Erachtens nach hier völlig fehl am Platz. Vielleicht habt ihr da schon andere Erfolge, um Gottes Willen, dann schreibt es mir unter das Video. Aber meine Erfolge sind hier gleich 0. Oder sagen wir 71 Gramm. Ja. Wie gesagt, jetzt folgt dann als nächstes dieses Hijacker Funky Minnow Video und danach werden wir an den zweiten See gehen. Wenn euch das Video trotzdem gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch wahnsinnig gerne freuen und wenn ihr keins mehr verpassen wollt, dann lasst mir ein Abo da. Ja, bis dann, tschüss!